Verehrte Zuschauer, herzlich willkommen zu einem Alpha Forum. Heute mit der Schauspielerin, Schriftstellerin und Malerin Ruth Maria Kubitschek. Frau Kubitschek, herzlich willkommen und schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Danke. Dieser Tage sind die Zeitungen voll mit Berichten zum 60. Jahrestag des Kriegsendes. Wie lebendig ist diese Zeit denn für Sie noch? Sie sind ja selber von der Vite unmittelbar betroffen gewesen, mussten damals ja auch aus dem Sudetenland mit Ihrer Familie weg und flüchten. Kommen die Erinnerungen da wieder hoch in der heutigen Zeit oder ist es für Sie jetzt eigentlich in der Rückschau mit allem, was Sie erlebt haben, inzwischen auch schon zu lange her? Nein, es ist, also man hat das schon noch, man weiß das. Und dieses, was man erlebt hat, das bleibt natürlich, also ohne, nur dass man eben keine, sagen wir, keinen Schmerz mehr hat oder keine Verbitterung, sondern dass man sich natürlich erinnert, dass das Eigenartige ist, dass man immer eingebunden ist in das Schicksal eines Volkes. Also wir waren da einfach Deutsche in der Tschechoslowakei und Kriegsende war eben so, dass wir gehen mussten. Aber meine Mutter hatte so eine tolle Haltung, die, das hat es sehr leicht gemacht, den Verlust der Heimat, wenn man so will. Weil meine Mutter hat gesagt, wir lassen uns nicht rausschmeißen, wir gehen freiwillig. Hat diese 5 Kinder genommen, also ich war schon gegangen. Ich erinnere mich natürlich sehr genau, weil ich bin ganz alleine damals als 14 war ich aus der Tschechoslowakei mit wildfremden Leuten nach Deutschland. Und für mich war das so, was ist man mit 13 da, hat man, ich dachte, Gott sei Dank, ich muss nicht in die Schule gehen. Also ich habe das gar nicht als so schlimm empfunden und ich komme weg von zu Hause. Meine Mutter hat mir nichts mehr zu sagen, ich bin jetzt frei. Aber ich meine, die haben mich natürlich nach dem Kriegsende wieder eingesammelt und ich war wieder im Verbund der Familie. Aber es war natürlich ein wahnsinniger Einschnitt. Weg aus der Tschechoslowakei, nach Ostdeutschland gekommen und dann hat mein Vater später einen Bauernhof, also 40 Morgen zugeteilt bekommen, wie das da in der DDR war und wir waren dann auf einmal Neubauern. Da würde man ja im ersten Moment nicht auf die Idee kommen, von dieser Vite auf den Beruf des Schauspielers zu kommen. Wenn man das liest, oder in der Rückschau auch Ihre Kindheit noch mal so Revue passieren lässt und Ihre ersten, ich sage es mal, ersten Gehversuche in der Schauspielerei. Sie haben sich ja gegen die Eltern seinerzeit durchsetzen müssen. Rührte das daher, dass man gesagt hat, also das sind jetzt nicht die Voraussetzungen, um in diesen Beruf zu gehen? Ja. Oder war das so ein Stück weit eine Abneigung gegen den Beruf als solchen, den Ihre Eltern da hegten? Also nur meine Mutter. Mein Vater hat mir schon vor dem Kriegsende versprochen, dass ich Schauspielerin werden darf und dass wir die Mama überlisten müssen, indem ich dann nach Reichenberg gehe und Zahntechnik studiere, aber nebenbei Schauspielunterricht nehme. Weil er fand den Beruf einer Schauspielerin wunderbar, weil er gesagt hat, dann bist du ein freier Mensch. Meine Mutter hat wohl zu viel die Gefahren gesehen, also mit Männern, was da passieren könnte. Aber ich wollte ja ab 4. Lebensjahr Schauspielerin werden. Und dadurch habe ich auch die Flucht und dieses nach Deutschland gehen nicht so als so grausam empfunden, sondern bei mir war immer nur der Wunsch, ich werde Schauspielerin und alles, was um mich herum passiert und sei es noch so schrecklich, es war ziemlich schrecklich nachher, geht mich nichts an. Und dadurch bin ich nicht verletzt worden, so innerlich, ja, oder gebrochen, weil dieser Wunsch war so stark in mir, dass ich auch 2 Jahre meinem Vater auf dem Land geholfen habe, die schlimmste Arbeit gemacht habe, wie ein Knecht, weil mein Vater hatte ein steifes Bein nach dem Krieg und so, weil ich gedacht habe, ich mache das alles, nur meine Hände waren etwas groß geworden durch diese Arbeit. Ich werde Schauspielerin. Und das, ich bin ja mit 16 dann schon auf die Schauspielschule nach Halle und zwar fast ohne Schulbildung. Muss ich dazu gestehen, ich war relativ blöd. Ich habe mir alles dann erarbeitet durch Lesen. Wie schwierig war das in der damaligen Zeit, wenn man sich heute zurückerinnert an solche Neuanfänge, muss man ja sagen, ja nicht nur historisch, jetzt mit Rückblick auf die Geschichte Deutschlands, sondern ja auch für einen Schauspielberuf, der sich ja auch erst nach Kriegsende durch Theaterspiel, durch die ersten Gehversuche der Fernsehlandschaft irgendwo entwickeln musste. Würden Sie heute im Nachhinein sagen, das war auf jeden Fall härter wie heute? Wo ja gemeinhin
auch die Leute so ein bisschen das Gefühl haben, naja, die eine oder andere Serie, wenn es funktioniert, dann ist man gleich irgendwo ein hochgejubelter Star. Das war ja früher ganz anders. Anders, ja. Es war anders, nicht schwerer, nur anders. Also ich war ja dann in Halle auf der Schauspielschule und ich war 16. Ich war die Jüngste in dieser ganzen Schule. Und wie gesagt, ohne Abitur, ohne Schulbildung hat mich dieser Intendant einfach genommen, weil er irgendwie meine Begabung gesehen hat. Und das war eine Aufbruchsstimmung damals in Deutschland. Ja? Fernsehen gab es ja noch nicht. Und da waren einfach, wir hatten wunderbare Lehrer, wir wurden, es war überhaupt, ich glaube, das darf man nicht vergessen, was das deutsche Volk damals geleistet hat. Das war 1947, als ich auf die Schauspielschule ging, glaube ich. Da war schon der Aufbau so stark, dass man in Halle, die Stadt war ja auch niedergebombt, eben schon wieder wohnen konnte und es wieder Wohnungen gab, die man mieten konnte. Ich denke, dass diese Zertrümmerung, die in Deutschland passiert ist damals, natürlich bei den Menschen auch einen unglaublichen Willen erweckt hat, dass man was schaffen will. Und das war am Theater natürlich auch. Man hat wundervolle Aufführungen gesehen. Ich denke, bessere Aufführungen, als man heute sieht. Woran liegt das? Ja, weil man diesen Krieg überwunden hatte, weil das war ja ein Albtraum. Und jeder Mensch hat gesagt, also selbst der Kommunismus wurde ja am Anfang auch als Befreiung angenommen. Nicht? Es war ja ein Aufbruch. Und auch die, ich hatte so Lehrer, das waren zum Teil später dann, waren Kommunisten, die in Russland und auch in Amerika emigriert waren. Und die kamen zurück und haben gedacht, was Neues, ja. Und nach 3, 4, 5 Jahren haben sie natürlich gemerkt, dass diese elegante Idee des Kommunismus leider in die Brüche ging oder an den Menschen wieder gescheitert ist. Wie jede große Idee scheitert am kleinen Denken der Menschheit. Welche Rollen sind Ihnen aus der damaligen Zeit noch am besten in Erinnerung? Sie haben ja ganz klassisch angefangen mit Schiller. Ja, aber ich habe am Theater in Halle, eben als 16-Jährige, habe ich im Schneewittchen, glaube ich, die böse Mutter gespielt. Und da, wieso Kenz ja mich mit 16 auf die Bühne geschickt hat mit dieser Rolle, weiß ich auch nicht. Und ich war so aufgeregt, dass ich nur Nebel, ich habe nur Nebel gesehen. Ich habe keinen Schauspieler mehr gesehen und habe hinterher gesagt, warum habt ihr denn Nebel auf die Bühne gesprüht? Und da haben die gesagt, wieso Nebel, da war doch gar kein Nebel. Also die Fina im Puntila war meine erste Rolle. Sind die dann auch noch am meisten in Erinnerung aus der damaligen Zeit, weil es sozusagen ihre Bewährungsprobe war, ihre Feuertaufe? Oder kamen dann, Sie waren ja dann bis 59, glaube ich, waren Sie ja in Berlin? 58, oder 58, ja. In Berlin. Gab es dann so Highlights, wo Sie sagen, das waren auch die Rollen, wo ich mich dann über das Theater langsam auch ins Fernsehspiel wo ich reingewachsen bin, muss man ja sagen. Die Rose Bernd. Und das war ein interessantes Beispiel war, ich habe die Rose Bernd in Schwerin am Theater gespielt. Das war meine Lieblingsrolle, weil ich Dialekt sprechen konnte, also diesen schlesischen Dialekt. Und dann habe ich es im Fernsehen gespielt, in Ost-Berlin, die Rose Bernd. Wie ging denn der Dialekt? Ja, was hobt ihr denn miteinander? Was hutzt denn hier? Mägt er mich nicht mehr? Na ja, da gehe ich wieder. Also dieser schlesische R. Dieses Edelruller. Und im Fernsehen, also auf der Bühne musstest du viel mehr geben und senden. Und im Fernsehen, das war sehr interessant. Ich war doch damals verheiratet mit dem Götz Friedrich. Und er war ein junger Dramaturg damals, noch kein berühmter Regisseur. Aber er hat natürlich immer bei mir Regie geführt. Und die Regisseure haben ihn sehr gefürchtet, weil er hinter der Kulisse mit mir die Rolle gearbeitet hat. Und da hat er was Wunderschönes zu mir gesagt. Und so habe ich sie dann auch gespielt. Weißt du, Ruth, wenn die ihr Kind umgebracht hat in dem Graben, die Rose Bernd, dann ist sie so geläutert. Da kann ja nichts mehr diese Frau treffen. Die ist ja fast schon in einer Engelebene. Und da kannst du nicht reinkommen und sagen, was holst du miteinander? Mägt er mich nicht mehr? Da gehe ich wieder. Und dann hat er gesagt, du kommst rein und sagst, was habt ihr denn? Mägt er mich nicht mehr? Naja,
da gehe ich wieder. Das war Fernsehen, nicht? Also das sind so Unterschiede, die habe ich damals in der ehemaligen DDR wunderbar gelernt. Die könnte man, ich weiß nicht, ob man hier heute so viel lernen kann. Das war für Sie, wenn man so will, auch schon eine glückliche Fügung. Ich sage jetzt mal nicht nur privat, sondern auch aus dem heraus, was Ihnen letztendlich Ihr Ehemann damals mitgeben konnte. Ja, wunderbar. Auch mal die ganze griechische Mythologie. Der Götz Friedrich war, der hat seine Oberschule, das humanistische Gymnasium, beendet mit einem Stück, was er geschrieben hat, Achill, also der Trojanische Krieg. Und ich habe ja später noch mal in Weimar studiert, wo ich ihn kennengelernt habe. Also ich wurde noch mal auf eine Schauspielschule geschickt und da war eben der Götz. Und wir haben immer Abend, der hat sehr gerne Bier getrunken, dann gingen wir in die Kneipen und er hat mir immer auf Bierdeckeln den Trojanischen Krieg, also alle Kriege, die da in Griechenland stattfanden, Sparta und alle die Länder, ich hatte ja keine Ahnung, ich war ein leeres, wundervolles Blatt, auf das man schreiben konnte. Und das hat er gemacht. Da habe ich sehr viel gelernt. Und natürlich dann in die griechische Mythologie, in dieser Liebe eingeweiht zu werden, deshalb schreibe ich halt immer über die Griechen. Wurde damals auch dann, man würde heute sagen, natürlich die große Liebe dann zur klassischen Musik auch geweckt. Ja. Wenn man seine Mozart-Inszenierungen gerade an der Deutschen Oper in Berlin noch in Erinnerung hat, was blieb da hängen? Oder ist das was, was Sie jetzt bis ins Heute mitnehmen, gerade die Liebe zu Mozart? Also er war Regieassistent, als ich mein Kind kriegte, war er noch Regieassistent bei Felsenstein, die Zauberflöte. Und die Zauberflöte spielte in unser Leben sehr hinein. Unser Sohn heißt auch Alexander Ernst Amadeus. Und der Götz hat diese Dramaturgie-Märchen geschrieben zur Zauberflöte. Und ich saß natürlich in jeder Vorstellung, weil er war Regieassistent und ich habe da an dem Maxim-Gorki-Theater gespielt oder so. Und habe ihn dann abend abgeholt. Und so habe ich jede Oper, die Felsenstein damals noch inszeniert hatte, Figaros Hochzeit, Carmen, Schlaue Füchslein, alle diese wundervollen Aufführungen 20 Mal gesehen. Ich konnte mitsingen. Und das war für mich auch Bildung, also auch nicht nur ein schönes künstlerisches Erlebnis, es war auch eine Art wirkliche Bildung fürs Leben. War das ein Stück weit ein Problem, dass Sie gesagt haben, ich habe hier einen Mann zur Seite, der einen letztlich Weltruhm erlangt hatte durch seine Inszenierungen, auch durch seinen ganzen Werdegang, dass Sie gesagt haben, ich muss hier schauen, dass ich aus diesem Schatten, ich sage es mal ohne negativen Beigeschmack, mein eigenes Leben entwickeln kann hin zur Schauspielerei? Oder hatten Sie manchmal das Gefühl, Sie schreiben es ja auch immer wieder in Erinnerungen, es war verdammt schwer, seinen Weg zu gehen. Und Sie hatten ja oft manchmal auch Krisen, wo Sie gesagt haben, ich mache ganz was anderes. Inzwischen machen Sie das ja, aber in der damaligen Zeit gab es mal diesen Moment? Also der Götz war ja damals noch nicht so berühmt. Der machte seine erste Inszenierung in unserer Ehe. Das hieß, der war Bohem. Mhm. Wundervoll. Also ich meine, er war auch begabt, als er noch nicht Regisseur war. Er war einfach eine große Persönlichkeit. Und das war schon, da haben Sie schon recht, ich musste mich durchsetzen, sonst wäre ich untergegangen. Und deshalb bin ich ja auch aus der DDR weg. Da war unsere Ehe schon leider kaputt. Aber ich weiß nicht, ob ich mich später gegen ihn, als er dann so berühmt war schon, ob ich da noch neben ihm bestanden hätte, weil ich natürlich auch eigentlich eine Frau bin, die den anderen anerkennt und sich dann zurücknimmt. Also mir blieb aber gar nichts anderes übrig. Ich bin in den Westen gegangen und musste dann. Wie sah der Startschuss dann beim Fernsehen aus? Das ging ja dann doch relativ rasant, nachdem Sie dann entschlossen hatten, quasi 59, 58, dann doch den Wechsel zu vollziehen. Da hatten eben manche Leute, hatten diese Rose Bernd im Fernsehen gesehen und der Barlock hat damals geschrieben, alle bisher, die er gesehen hat, waren Großstadtschwestern von mir. Und dann der Kortner hat ein Bild von mir gesehen. Ich war ja am Schlosstheater in Celle, einem ganz kleinen Theater, aber er hat ein Bild von mir gesehen und hat mich für Lysistrata geholt. Und das war auch so eigenartig. Ich wollte gerade wieder zurück eigentlich zu Götz und war
Und da kriege ich das Telegramm, kommen Sie zu Kortner vorstellen. Und da habe ich mich vorgestellt und er wollte mich für die Lysistrata haben. Und dann hat der Götz gesagt, ich habe heute Abend Premiere. Also entweder du kommst in meine Premiere oder du machst deine Karriere. Und was habe ich gemacht? Ich bin in seine Premiere. Und das war dann ein schwieriges Erlebnis, weil die Frau, mit der er neben mir noch zusammen war, die saß hinter mir und ich hatte die Probeaufnahme aufgegeben. Also das ist jetzt sehr intim, was ich erzähle. Und dann habe ich gedacht, nein, ich bin gleich wieder in die S-Bahn gestiegen und bin wieder rübergefahren und habe gedacht, die Ehe ist beendet, ich gehe, also ich bleibe im Westen. Und dann hat Kortner gesagt, ja, das tut mir nun sehr leid, die Lysistrata, die spielt die Rütting. Mhm. Und dann habe ich die Lampito gekriegt und das war viel besser. Ich wäre nicht gut gewesen als Lysistrata. Ich war dann die Lampito, die starke Spartanerin. Und das war richtig. Gab es was, was gerade Fritz Kortner war ja für sich eine einzigartige Person, muss man sagen, in dieser ganzen Theaterszene. Gab es etwas, was Sie von ihm mitgenommen haben, was Ihnen quasi, ich sage es mal, die ganzen Jahrzehnte durch geholfen hat? Ja. Auch wenn es um, ich sage jetzt mal später, die leichteren Stoffe ging. Hat man aus der damaligen Zeit was mitgenommen, jetzt für den Beruf und auch vielleicht für die Festigkeit, die man auch braucht, um sich durchzusetzen? Also eigentlich habe ich wirklich, ich gebe ehrlich zu, mit der Arbeit mit Kortner, ich habe mehrere Male mit ihm gearbeitet, dann mit Othello und noch irgendeine Tournee, die nie stattfand. Aber die Dinge, die er zu mir gesagt hat oder wie er mit mir gearbeitet hat, das war, da habe ich überhaupt den Beruf gelernt, nochmal nach all dem Studio. Und das Schönste, also ich habe es leider schon oft erzählt, aber Kortner hat den Menschen genau erkannt. Der hat, also ich wollte die Desdemona spielen, habe ja die Emilia gespielt und er suchte Jahrhunderte von Emilien und ich, von Desdemonen auch. Und ich habe gesagt, Herr Kortner, wir stehen 14 Tage vor der Premiere, lassen Sie mich doch die Desdemona spielen, die Emilia ist die viel kleinere Rolle. Dann sagte seine Frau, die Hanna, ja wirklich, Fritz, die Ruth sieht doch so aus, also die könnte das doch spielen. Und da guckt er mich so an und sagt, na ja, aber weißt du, Hanna, sie ist so gesund. Am Ende bringt sie mir den Othello um. Also er meinte, ich lasse mir das nicht gefallen. Also der hat die Stärke, ich wusste gar nicht, wie stark ich damals war, aber er hat das schon erkannt. Wo waren Ihre Vorzüge, sage ich jetzt mal, in der Anfangszeit, wo auch der Startschuss beim Fernsehen dann kam, der Film letztendlich auch kam, der erste Ruhm kam ja durch diese Krimi-Reihe. Würden Sie heute sagen, beides hat sich wunderbar ergänzt oder würden Sie sagen, in der Rückschau, ich hätte lieber mehr Theater gemacht und das Fernsehen mit allen seinen Rollen, die dann kamen, mehr hinten angestellt? Ist vielleicht heute in der Rückschau schwer, weil große Popularität erreichten Sie ja später in den 80er, 90er Jahren, gerade durch Fernsehserien. Aber Sie haben ja immer wieder den Schritt zurückgemacht, um zu sagen, ich mache auch Theatertourneen. Das war Ihnen ja wichtig. Ja, also in der Rückschau würde ich sagen, es ist genau richtig gelaufen, weil ich war beim Theaterspielen immer so aufgeregt, dass es mich so viel Nerven gekostet hat, dass ich froh bin, dass ich in dieser Zeit Theater gespielt habe, dass sich aber wirklich dieses Fernsehen für mich geöffnet hat. Das ist wieder das Beispiel von der Rose Bernd damals. Du kannst beim Fernsehen viel weniger machen. Du kannst viel ehrlicher sein. Du musst nur was denken, was du spielst. Und das liegt mir eigentlich mehr. Also ich vermisse das Theater nicht mehr. Für mich ist das, was ich am Theater gespielt habe, wunderbar gewesen. Es war auch natürlich wichtig, dass man einfach sprechen kann, weil was viele Schauspieler heute, wenn sie überhaupt nicht Theater spielen, nur Fernsehen machen, kann natürlich sein, dass ihnen der Beruf wieder verloren geht, weil die Grundlage fehlt. Aber viele Ihrer Kollegen sagen doch gerade, das Fernsehen hat irgendwo ein bisschen was Künstliches. Ich trete in eine Serie auf, wo ich viele Aufnahmen an einem Tag habe, wo sich alles irgendwo über einzelne kleine Szenen abspielt, die dann x-mal wiederholt werden müssen. Da sagen ja viele ihre Kollegen, also die Theaterschauspielerei, dieses Live-Erlebnis am Abend auf einer Bühne zu sein oder auch mit einer Mutter Courage durch Deutschland zu fahren, ist unersetzbar für einen Schauspielberuf. Diese Unterscheidung würden Sie so aber nicht treffen.
Naja, ich habe diese Serien, wissen Sie, wo man so täglich immer, ich habe mich ja immer wieder zurückgehalten. Also ich spiele ja sehr minimalistisch im Fernsehen, wenn es auch nicht auffällt. Aber ich habe immer wenig Gutes gemacht. Dadurch bin ich im Bewusstsein der Menschen geblieben. Aber so eine Serie wie, weiß ich was es gibt, die seit 20 Jahren laufen und immer wieder dasselbe, das habe ich nie gemacht. Also wenn ich spiele, Guldenburg waren ziemlich viel, aber es war trotzdem schön, in so vielen Stufen eine Rolle oder einen Menschen zu entwickeln, wie der kaputt geht oder wie der machtvoll ist oder wie er liebt. Das ist schön, aber diese täglichen Softdinger oder wie die da alle heißen oder was halt immer läuft, das habe ich nie gemacht. Daher weiß ich das nicht. Würden Sie sagen, dass die Stoffe für diese Serien, Sie haben diese Entwicklung in einer anderen Zeit noch miterlebt. Ja. Heute wird ja in viel größerer Stückzahl und auch, ich sage jetzt mal, ein bisschen negativ in einer größeren Beliebigkeit da auch am Fließband produziert. Würden Sie sagen, dass die Stoffe auch weniger geworden sind? Von diesen Serien, wo ich sage, also ich muss es im Grunde genommen an den Fingern einer Hand abzählen, wo ich mal was entdecke und sage, das ist das, wo ich auch wieder mitspielen würde. Naja, ich spiele jetzt im Traumhotel zum Beispiel. Also gut, die Stoffe sind nicht überwältigend, aber es ist schön, man kommt in der Welt herum und du kannst eine Figur jetzt auch wieder entwickeln, aber eben zweimal im Jahr, nicht 5, 6, 7, 8 Folgen aneinander. Die Stoffe sind deshalb schwieriger im Fernsehen. Es sind immer wieder schöne Stoffe, aber wo sollst du die hernehmen, wenn täglich, und wo sind die Autoren? Ich glaube schon, dass unser Problem die Stoffe sind. Also wir haben keine guten Stoffe mehr. Ich erinnere mich deshalb daran, weil es gibt ein Zitat jetzt aus Ihren letzten Jahren, wo Sie gesagt haben, natürlich nehme ich noch Rollen an, weil ich es letztendlich auch gerne mache und das immer meine Berufung war, der Beruf des Schauspielers. Aber die Stoffe sind schlechter geworden oder seltener geworden. Und da kann man ja auch fragen, woher rührt sowas? Naja, wenn du so viel Fernsehen, also bedienen musst, wenn du jeden Abend das Fernsehpublikum bedienen musst mit irgendwas, kannst du nicht sowas machen wie Monaco Franz Kerouel. Das war ja einmalig, nicht? Das ist ja auch geblieben. Das ist ja eine interessante Sache, dass mir jetzt, ich mache in der Bavaria gerade was, 3 teuflisch starke Weiber, und der Produzent hat mir erzählt, der Bechtle, dass seine Kinder sich den Monaco-Franz nehmen und dann alle 10 Folgen oder 12 Folgen auf einmal sehen. Und das höre ich nicht nur von ihm. Meine Verlegerin erzählt mir dasselbe. Das sind 15-, 16-jährige junge Leute und die sehen zwar zu Hause als Kassette Monaco-Franz oder Kerouel, weil das eben so super war. Aber das ist über 20 Jahre her, Frau Kubitschek. Und die jungen Leute heute, ich bin nach wie vor für die das Spatzl etwas älter geworden, aber die lieben diese Frau, die da im Fernsehen erscheint, jetzt genauso wie damals zu meiner Zeit, als wir das gespielt haben, auch die Männer, eben das Spatzl. Nicht? Also aber das kann man nicht immer herstellen. Der Titel hat ja leider auch nichts mehr gemacht, was so geblieben ist. Das sind so Wunderwerke, die mal geschehen. So ein Duft, der aufsteigt, wie eine gute Inszenierung vom Götz Friedrich auch, und dann wieder versinkt. Und der Monaco Franz versinkt nicht. Eigenartig. Zu Helmut Dietl gibt es ein Zitat von Ihnen, da haben Sie mal gesagt, bei ihm ist alles vollkommen. Was war denn das Spezifische, was den Reiz auch so ausgemacht hat? Diese Rollen, die Sie jetzt gerade auch genannt haben, die waren natürlich unwahrscheinlich populär, sind es heute noch. Die Ursachenforschung dafür ist vielleicht ein bisschen auf der Strecke geblieben. Würden Sie sagen, Dietl hat es auch geschafft, Ihnen eine Rolle auf den Leib zu schneidern, wo Sie sich selber auch wirklich auch wohlgefühlt haben? Das ist ja wichtig, auch letztendlich, dass sowas entstehen kann, unabhängig von Ihrer Partnerschaft dann mit Helmut Fischer. Ja, also die haben Sie ja wirklich auf mich geschrieben. Wir sind ja in Kneipen gegangen und die haben immer gesagt, Rutlein, erzähl ein bisschen. Und weil ich doch keinen Alkohol vertrage, sind natürlich lauter solche Dinge hineingekommen, wie dass ich dann 3 Tage verschwinde, nicht mehr weiß, wo ich war und sage, da macht es einfach Bumm, wenn ich eben Alkohol trinke. Und viele Dinge haben Sie von mir übernommen. Und der Helmut Dietl hatte damals etwas,
ich weiß nicht, ob er es heute noch hat, aber ich glaube, es ist oft verloren gegangen im Laufe seines Lebens. Er hat die Schauspieler geliebt. Er hat geliebt, was er macht. Er war zärtlich in der Arbeit, wenn er auch immer an seinem Ding rumgemacht hat und nervös war. Aber er war trotzdem zärtlich. Und dadurch ist so was Schönes entstanden. Und ich glaube, heute fällt es ihm schwer, weil dieser Erfolgsdruck hinter ihm ist. Und jetzt sowas wiederherzustellen, ist halt schwierig. Mir ist ja auch nicht gelungen, wieder sowas herzustellen wie in Kerouac oder nur mit seiner Hilfe. Es gab ja da wirklich auch skurrile Szenen. Mir fällt immer diese Szene ein, wo sie dann auf den Tisch hochsteigen. Sozusagen mit der Krampfader. Ja, war das jetzt im Nachhinein ja. wirklich auch so, dass Sie gesagt nein, haben, das Sie werden war ja, nein, Sie werden ja Krampfader. Sie ja. werden ja heute noch auf diese Dinge ja oft angesprochen. Sie ja. haben es ja gesagt, man kommt ja unweigerlich dann wieder zu diesen Paraderollen. Ja. Aber Sie sagen auch heute noch in der Rückschau, das war das, was ich eigentlich am ja. liebsten gemacht habe. Ja. Es ist also nicht so, dass Sie sagen, jetzt hört es mal endlich mit dem Spatzel auf und nee. Jetzt hört es mal mit der Frau von Unruh auf. Das waren zwei Rollen, wo Sie einfach sagen, da habe ich mich auch so wohl gefühlt, ich würde sie wahrscheinlich heute noch mal spielen. Ja, also das war, ich habe gerade wieder eine Operation in diesem Bein. Damals war es das rechte Bein und es war ein berühmter Arzt in Innsbruck. Und ich kam abends zum Essen völlig verbandagiert und der Helmut sagt, was hast du denn da? Ja, sag ich, war halt beim Arzt in Innsbruck und das wurde rausgezogen, musste ich ihm genau erklären. Und da kam dann eben ein Schnitt hier, ein Schnitt da und ein Schnitt unten und weg war das Ding. Und er hat alles benutzt, der war hungrig nach Stoffen. Und spontan eingebaut sowas? Ja. Ja, das war mein rechtes Bein. Und dieser Innsbrucker Arzt war ihm wirklich sehr berühmt, das war der Professor May, der ist leider tot. Also solche Dinge. Und wir saßen abends zusammen eben mit dem Patrick Süßkind und haben erzählt. Und der Monaco Franz auch, der hatte ja wohl so eine Ausstrahlung, dass alle Frauen ihm zu Füßen lagen. Der Helmut Fischer. Nicht? Er hatte die Ausstrahlung. Und der Dietl hat es benutzt. Wunderbar benutzt. Aber die haben ja heute im Fernsehen gar keine Zeit mehr, mit dir zu reden und zu sehen, was ist das für ein Mensch? Was kann ich da benutzen? Wie kann ich da rauslocken, gewisse Dinge? Jetzt mache ich gerade sowas, da hat eine junge Regisseurin und die Gila, die mich kannten und die haben jetzt wieder eine Rolle für mich entwickelt, wo ich sagen würde, das ist wieder für heute. Es könnte sein, dass es ankommt. Da spiele ich eine Esoterikerin, die meditiert und gütig ist, aber ab und zu mal auf den Tisch haut und sehr schön. Also es könnte was Neues entstehen. Aber da muss man die Menschen angucken. Und die gucken ja heute die Schauspieler gar nicht mehr an. Wenn der nicht kann, wird der besetzt und wenn der nicht kann, wird der andere besetzt. Und da kommt halt nur so Quatsch raus. Gibt es denn noch jetzt auch persönliche Beziehungen über Kollegen noch? Ich meine, gut, Helmut Fischer ist seit vielen Jahren ja verstorben. Aber gibt es noch heute irgendwelche Fäden in die damalige Zeit, wo man sich vielleicht auch mal trifft und sagt, schade, dass es eigentlich sowas heute nicht mehr gibt, wo auch die Leute mit dieser Erinnerung, Sie haben es ja selber erzählt, wenn Sie heute drehen, Sie werden immer noch darauf angesprochen. Gibt es das heute noch oder sagen Sie einfach, das war eine Episode, sie ist vorbei, schade, aber man muss den Blick nach vorne richten. Ist das so? Ja, leider. Also ich treffe niemand mehr von damals und auch leider... Diese Beziehung zum Süßkind und zum Dietl ist irgendwie auf der Strecke geblieben, weil ich halt weggegangen bin. Ich habe halt die Brücken von München damals ziemlich hart abgebrochen. Das ist so bei mir im Leben, ich breche gerne auf und ab und bin in die Schweiz gegangen und keiner konnte das verstehen. Sie ist mitten im Erfolg und sie geht. Ja, und für mich war das aber wichtig, immer wieder, wenn ich merkte, bloß nicht größenwahnsinnig werden, immer wieder schön auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Also da kommt immer wieder diese Landarbeit in mir hoch. Du gehst jetzt, gerade wenn es schön ist, abbrechen, nicht weitermachen den Erfolg. Und dann war immer nach jedem Erfolg war 2 Jahre Ruhe. Und ich denke, das war in meinem Leben sehr wichtig, weil ich dann natürlich mich auf andere Dinge konzentriert habe, wie Malen und Schreiben. War das schwer damals, Anfang der 90er Jahre für Sie? Sie haben ja gesagt, Sie haben so einen ganz bewussten Bruch vollzogen, ausgerechnet, sage ich mal, in der Hochphase, vorher waren ja. dann noch die Guldenburgs, aber Sie haben dann irgendwo gesagt, jetzt muss damit Schluss sein. Warum sind Sie zu diesem Entschluss damals eigentlich gekommen, gerade in so einer Hochphase? Also man ist ja geneigt zu sagen, wenn es nicht so gut läuft, ich mache was anderes. Ja. Aber sozusagen gerade am Zenit,
Anfang der 90er Jahre, sage ich mal, dann diesen bewussten Bruch zu vollziehen? Da habe ich noch Katrin ist die Beste gemacht. Und da habe ich gemerkt, wenn du sowas weitermachst wie das, dann kommst du an irgendeinen Punkt, wo es dir einfach keinen Spaß mehr macht. Das hat mir keinen Spaß mehr gemacht. Und da habe ich gedacht, da musst du was ändern. Wenn dein Beruf also nicht mehr Berufung ist, sondern nur noch du drehst so, dann musst du gehen. Naja, und da habe ich mir, ich hatte immer schon ein kleines, oder Freunde da am Bodensee, das ist gewachsen. Dadurch, dass ich da Freunde hatte, bin ich immer hingefahren, war in diese Gegend verliebt und habe mir dann ein Zimmer da unten genommen. Also schon während Guldenburgs hatte ich so ein Mahlzimmer da unten. Und dann habe ich eben gespürt, du musst einen Bruch wieder machen oder gehen, um neu anzufangen. Und da habe ich damals, ich glaube, das war 91, habe ich die Wohnung in München aufgelöst, alles verkauft, verschenkt und bin wirklich nur mit einer Engellampe und die Kleider natürlich in die Schweiz gegangen und habe wieder richtig von vorne angefangen. Der Witz ist nur, ich wollte klösterlich leben. Also ich wollte nur noch meditieren, malen, schreiben, also wirklich wie ein Eremit sein und war 2 Monate in der Wohnung, in dieser einem Zimmer und habe gemerkt, das geht nicht. Die Leute kommen alle und sitzen auf meinem Bett und es kamen ganz viele Leute auf einmal in dieses eine Zimmer und dass ich gedacht habe, nee, das will ich nun auch nicht. Und dann habe ich mir wieder eine Wohnung genommen. Und die Wohnung war erst die Wohnung. Ich habe das nicht gesehen, dass da hinten ein schrecklicher, verwahrloster Wald war. Später, nach 2 Jahren, habe ich also aus der Wohnung ein bisschen rausgeguckt und habe gesehen, was ist denn da hinten los? Und dann habe ich schrecklicherweise, also vielleicht auch guterweise, aber das war eine Wahnsinnsarbeit, dieses Stück Land ganz billig erstanden und ganz teuer zu einem Garten umgebaut. Eine große Passion, die Sie bis heute ja mit großer Leidenschaft auch pflegen. Woher kam diese Liebe dann zur Natur? Also es blieb ja jetzt nicht, sage ich mal, es blieb jetzt nicht bei der Liebe auch zu Blumen oder zu großen Gärten, sondern Sie haben ja auch Ihr Leben ein Stück weit danach ausgerichtet. Ja, also der Auslöser war eigentlich Tschernobyl, dass ich gespürt oder damals erschüttert war, dass wir etwas tun müssen, um die Kostbarkeit unserer Erde zu schützen. Und als Mensch habe ich gedacht, was kann ich machen? Habe sehr viel nachgedacht und bin dann durch Jakob Böhme, ein Spruch von ihm, das war ein alter Mystiker, gehe in die Stille und die Probleme lösen sich von selbst. Also ich konnte die Probleme der Atomenergie nicht lösen, also habe ich angefangen Bücher zu schreiben, das heißt Märchen erstmal, Engel, Elfen, Erdgeister zum Beispiel, um auf die Kostbarkeit der Erde hinzuweisen. Und da habe ich Naturwesen gemalt, damit die Menschen spüren, dass die Natur belebt ist. Das ist also die Göttin, also ein Engel der Natur und die großen Naturwesen, die unsere Natur sozusagen beseelen, weil ich das Gefühl habe, dass wir das alles vergessen haben. Und so fing ich an zu schreiben. Gemalt habe ich schon immer. Gibt es eine Resonanz jetzt auf die Bücher, wo die Leute jetzt zu Ihnen sagen, ich verstehe diese Botschaft, ich nehme jetzt nicht nur sozusagen das, ich sage jetzt mal, die zweite Karriere der Ruth Maria Kubitschek im Schriftstellertum, sondern ich sehe auch, da will jemand diese Botschaft transportieren, die Ihnen ja so wichtig ist. Bekommen Sie diesen Rücklauf in dem Maße? Ja. Also ich bekomme unwahrscheinlich schöne Briefe, besonders auch auf das letzte Buch, Wunder der Liebe. Und natürlich habe ich dieses, wenn ich schreibe über die Natur, muss ich das, kann ich nicht nur schreiben, ich habe eben versucht, das auch zu tun durch den Bau des Gartens, das war ja wirklich fast 4 Jahre harte Arbeit, habe ich bewiesen, dass ich nicht nur bla 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 mache, sondern ich habe mein Geld und meinen Einsatz in Verehrung und Respekt der Erde gegeben, indem ich sie geschmückt habe mit Blumen und Schönheit und habe dann darüber auch natürlich geschrieben und habe aber wirklich in den Menschen, in vielen Menschen einfach wieder erweckt, dass sie
spüren, dass die Erde ein lebendiges Wesen ist, dass wir nicht so respektlos behandeln, wie wir es tun. Wir kriegen ja die Rückmeldungen jetzt, nicht? Also wir kriegen das in Stürmen und Wellen, alles, was wir wollen, weil wir so denken, so gehandelt haben und so leben. Sie haben das letzte Buch von Ihnen angesprochen, Das Wunder der Liebe. Da kann man auch mal das auch mal zeigen. Da taucht ja eine Romanfigur auf. Ich glaube, da braucht man kein Geheimnis verraten, wenn man sagt, da gibt es große Ähnlichkeiten, vielleicht auch zu Ihrem eigenen Lebenslauf. Ja. Dieses Schreiben über Personen, wo Sie sagen, da finde ich mich selber wieder, ist es ein Stück weit auch für Sie so eine, ich sage jetzt mal, so eine Lebenskontrolle, wenn man so will? Die Elisabeth geht ja auch von München weg, lässt alles, also erkennt, sie hat Fehler gemacht und sie geht mit zwei Koffern auf eine Insel. Und seitdem ich das geschrieben habe, habe ich schrecklicherweise immer das Gefühl, ich muss mein Leben schon wieder ändern, ich müsste eigentlich schon wieder irgendwo hingehen und neu anfangen, ja. Und das ist natürlich jetzt im Moment, wäre das ein bisschen schwierig. Aber das, was ich schreibe, ist auch wirklich so, dass das in mir ist. Und meistens handle ich dann eines Tages so wie meine Figuren. Und ich wollte eben in diese Welt jetzt wirklich eine richtige Liebesgeschichte von nicht mehr ganz jungen Menschen hineinbringen, weil ja der Jugendwahn zwar etwas sinkt, aber doch immerhin noch vorhanden ist. Und man denkt, also wenn eine Frau 59 ist und ein Mann 64, da geschieht nichts mehr, weil Liebe trifft dich in jedem Alter. Das muss nicht mit 19 sein und nicht mit 35. Das kann dich also ganz furchtbar treffen. Mit 50, mit 60. Und Liebe ist einfach ein Gefühl, was jung und frisch ist und nicht ans Alter gebunden, würde ich sagen. Das ist ein wunderbares Stichwort, Liebe. Wie halten Sie das mit Ihrem eigenen jetzigen, ich sage jetzt mal mit Ihrer eigenen jetzigen Beziehung, die ja eine Fernbeziehung ist? So, das wäre für mich völlig undenkbar in der jetzigen Situation. Mhm. Braucht man da auch ein Stück weit, ich sage jetzt mal, eine Rückschau auf ein sehr erlebnisreiches Leben, um zu sagen, sowas geht in der Distanz? Oder sagen Sie, das muss letztendlich jeder für sich selber richten? Natürlich muss das jeder für sich selber richten. Aber nach meinem Leben, das eigentlich doch sehr bewegt war und ich sehr oft Beziehungen hatte mit Männern, die doch sehr nach anderen Frauen geschaut haben und es war schwierig. Bin ich sehr froh über meine jetzige Beziehung, weil die besteht aus absolutem Vertrauen. Und da musst du nicht immer beisammen sein, sondern das ist eine sehr schöne Beziehung, die einfach anders läuft, als die Menschen sich das sonst vorstellen können. Aber er ist für mich der fairste Mensch in dieser Branche. Und das zu treffen, finde ich ein großes Glück. Und da bleibt der Kontakt letztendlich auch noch in die Fernsehlandschaft hinein, wenn man so will. Naja, klar, also wir reden darüber, aber ich versuche ja nicht so oft bei ihm zu spielen oder er besetzt mich nicht so oft, muss man eher sagen. Also ich spiele immer bei anderen. Aber es ist schön eben, dass wir uns gefunden haben. Da liegen die Leute ja völlig verkehrt, wenn sie sagen würden, dass sie heute am Bodensee zwar zurückgezogen leben, das ist wohl richtig, aber von Einsamkeit kann man da nicht reden, auch wenn sie ein Stück weit ja immer auch suchen selber. Also ich bin richtig froh, wenn mich also mal keiner besucht, wenn sie mich in Ruhe lassen, wenn ich für mich sein darf, eben wenn ich Bücher schreibe und so, weil natürlich ich ein Mensch bin, der ganz viele Freundinnen hat und Freunde hat und jeder kommt auch bei mir einfach vorbei und weil der Garten ist ja riesig und du kannst von hinten reingehen und auf einmal stehen sie alle vor meiner Veranda und sagen, ja, können wir mit dir jetzt einen Kaffee trinken oder einen Wein und so. Also ich habe ein offenes Haus. Aber wie offen können Sie leben? Wenn es Ihnen zu viel wird, müssen Sie ja die Tore schließen, was ja auch schon passiert ist. Also ich wollte ja den Garten nicht, den habe ich nicht für mich gebaut, den habe ich wirklich für alle gebaut. Das war meine Idee. Mit der Idee bin ich dann gründlich gescheitert, weil nach 4 Jahren oder 5 Jahren kamen eben Tausende an diesem einen Sonntag, wo offen war. Und ich meine, der Garten hat die alle geschluckt, die untere Wohnung auch einigermaßen, aber nicht das Dorf. Die Autos waren an der Kantonalstraße
Und dann hat halt das Dorf gesagt, ja, Frau Kubitschek, wenn Sie das weitermachen, müssen Sie einen Parkplatz bauen. Und der Parkplatz mit Seesicht würde ein paar, mindestens 1 Million kosten. Das kann ich leider nicht. Also muss ich ihn schließen. Sie haben selber vorhin gerade gesagt, es wäre vielleicht der Moment, auch nochmal einen Bruch zu wagen. Ist der jetzt aus heutiger Sicht für Sie auch realistisch zu vollziehen? Oder sagen Sie, ich habe jetzt da meinen Mittelpunkt gefunden? Es gibt ja auch das Zitat von Ihnen, Glück ist, wenn man in sich selber ruht. Ja. Ruhen Sie in der jetzigen Situation oder sagen Sie, ich kann mir nochmal ein Kofferpacken vorstellen? Also ich ruhe in mir, deshalb bin ich überall, wo ich bin, bin ich zu Hause. Wenn ein Bett da ist und ein Raum und ich muss nicht unbedingt draußen schlafen, ist alles in Ordnung. Ich kann mir eine Veränderung bei mir vorstellen, weil ich eben diesen Riesengarten wahrscheinlich ich selber eines Tages kraftmäßig und altersmäßig nicht mehr weiterführen kann. Und ihn nur so zu halten, kostet wahnsinnig viel Geld. Also ich überlege im Moment wirklich eine Veränderung. Ich habe auch an München wieder gedacht, aber ich habe genügend Geduld zu warten, bis meine innere Stimme sagt, da gehst du jetzt hin. Und ich habe gelernt, im Leben loszulassen. Also ich halte nichts fest. Also ich kann Dinge, die ich aufgebaut habe und die mir sehr am Herzen liegen, wieder loslassen und neu anfangen. Und vielleicht auch als Beispiel für viele Menschen, dass das im Leben das Wichtigste ist, dass wir Kinder loslassen, dass wir Besitz loslassen, dass wir einfach lernen, nur in uns zu ruhen. Welche Stoffe reizen Ruth Maria Kubitschek heute noch? Braucht sie die Schauspielerei überhaupt noch nebenher? Doch, das macht Spaß, weil ich dann wieder mit Menschen zusammen bin, weil schreiben tut man ja alleine. Da sind sie ja sehr einsam mit ihrer Figur und leben das. Also solange mir das Spaß macht, wie jetzt macht großen Spaß, also die drei Weiber da zu spielen, ja? Die Gila von Waltershausen, die Gabi Dom und ich, wir sind natürlich drei gestandene Schauspieler. Und wenn wir eine Szene zusammen spielen, dann ist das wunderbar. Und das Glück zu haben, in meinem Alter sowas noch zu machen, das kann ja eventuell weitergehen, wenn wir gut sind. Ja, macht Spaß. Und ich werde natürlich weiterschreiben. Ich werde unbedingt weiterschreiben und weitermalen, weil so auf einem Bein zu stehen und nur zu spielen, ist mir zu langweilig. Also ich mache ein neues Buch, also ich habe die Idee und da muss ich nach Kaschmir und Dubai und überhaupt nach Ephesus. Und das ist wieder der Nebenberuf von mir, dass ich einfach, währenddem ich da spiele, schon wieder am Abend denke, und wie kann ich denn das Buch entwickeln? Es gäbe noch viel zu erzählen. Ich bedanke mich vielmals für das Gespräch. Verehrte Zuschauer, das war das Alpha Forum mit Ruth Maria Kubitschek. Ich bedanke mich fürs Zuschauen.